Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der WWE 2K19 Karriere. Ich muss kurz was erzählen und dann können wir anfangen, okay? Es ist der 30.12.2018. Ja, ihr werdet das Video wahrscheinlich 2019 sehen, irgendwann im Januar, Anfang Januar. Jedenfalls ist es jetzt ein Tag vor Silvester und ich bin gerade von meinem Vater heimgekommen. Und deswegen habe ich mir die Haare nicht gemacht, deswegen habe ich mir eine Cap aufgesetzt. Ist übrigens die John Cena Cap. Keine Werbung, aber ist super cool. auf jeden Fall, will ich heute den ganzen Abend, den restlichen Abend, das ist jetzt 20 vor 10, ganz entspannt WWE aufnehmen. Ich werde jetzt ein paar Folgen hintereinander aufnehmen und einfach Spaß haben. Ich habe richtig Bock auf diese Karriere jetzt und deswegen werde ich jetzt einfach den ganzen restlichen Abend aufnehmen und mich schon mal ein bisschen auf Silvester darauf einstellen, aber morgen muss ich ja dann auch lang wach bleiben und, also was heißt muss, aber ich will ja und deswegen, das passt eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall habe ich heute auch keinen Greenscreen aufgestellt. Ich werde irgendwo einen Cut setzen, ich habe keine Ahnung, also ich kann ja das Bild ein bisschen zusammen verkleinern, vielleicht seht ihr meine Hand gar nicht mehr, also eigentlich würdet ihr meine Hand noch sehen, vielleicht habe ich das ein bisschen kleiner geschnitten, aber ihr seht auf jeden Fall ein bisschen was vom Hintergrund, von meinem Zimmer, hat aber auch den Vorteil, dass ich die Cap hier aufsetzen kann, weil sonst muss ich die andere Cap aufsetzen, weil diese Cap wird dann, wenn ich den Greenscreen habe, auch mit ausgekeyt und dann habe ich einen durchsichtigen Kopf und das wäre auch relativ uncool. Ja, ich bin gespannt, was in der heutigen Folge abgeht. Also wie gesagt, ich werde die Facecam jetzt nicht unten links, da ist unten links, nicht da werde ich sein, sondern irgendwo anders. Hat vielleicht auch einen anderen Vorteil, dass man nicht unbedingt immer die Lebensanzeige, Lebensbalken da verdeckt. Also ich denke, das ist ganz okay, das ist jetzt keine tragische Sache. Und ich werde, wie gesagt, mehrere Folgen aufnehmen. Heißt, ich werde diese Ansicht und die Cap ohne gemachte Haare und ohne Greenscreen und so auch die nächsten paar Folgen haben. Wollte ich einfach nur gesagt haben und es ist wie gesagt abends, es ist ein bisschen chilliger. Ich werde mir jetzt keinen Stress machen, ganz entspannt, immer so um die 20 Minuten. Ich habe auch mein Handy hier daneben, deswegen habe ich schon ein paar Mal drauf geguckt. Ich habe gerade einen Timer gestartet, dass ich auch die Folgen nicht irgendwie, man verliert einfach das Zeitgefühl, wenn man so viele Folgen hintereinander aufnimmt. Ich werde jetzt bestimmt 3, 4, 5 Folgen aufnehmen und man verliert das Zeitgefühl. Ich würde aber auch sagen, wir labern gar nicht mehr so viel mit den anderen Typen rum. Wir gehen einfach zum Match, weil der Daniel Bryan hat ja gesagt, du kannst dich entweder jetzt deinen Leuten vorstellen oder dann im Ring. Die Musik werde ich wahrscheinlich wieder rausschneiden, habe ich in den letzten zwei Folgen so gemacht, dass ich die Musik immer rausgeschnitten habe, weil es ja Probleme mit den Plattenfirmen gibt, habe ich schon mal erzählt. Ich verlinke euch die letzte Folge so rechts oben beim i. Versprecher wie jetzt werde ich auch nicht rausschneiden. Es soll einfach ganz gechillt so ein kleines Uncut-Projekt jetzt sein. Haben wir ja schon ein paar Mal, habe ich es schon ein paar Mal gesagt, haben wir ja schon immer so gemacht. Ich werde ein bisschen labern, ein bisschen erzählen, was so passiert. Meinen Gedanken freien Lauf lassen. Und wir wurden ja letzte Folge bei SmackDown angenommen. Wie gesagt, letzte Folge dürft ihr nicht verpasst haben. Unbedingt anschauen. Was passiert denn hier? Kommen wir mal in den Ring oder? Jetzt geht's los. Boss is here. The following contest is an 8-man battle royal. Making his way to the ring from Munich, Germany. Weighing in at 309 pounds. Läuft. Wir haben ja nach langem Hin und Her jetzt dann endlich einen Vertrag bekommen bei SmackDown, bei Raw jetzt nicht, aber bei SmackDown, bei NXT auch nicht. Wir sind direkt zu SmackDown, das ist richtig cool. Jetzt habe ich mich noch verschluckt. Und Daniel Bryan hat uns hier direkt in ein 8-Man Battle Royal geschickt. Und Baron Corbin und wer auch immer da dabei ist. Wir gucken uns die jetzt mal kurz an, lassen die aber nicht immer laufen. Ich will nur mal gucken, wer da alles dabei ist. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Letzte Folge habe ich auch irgendwie vor 4 Tagen oder so aufgenommen, 4, 5 Tagen.
Also ich weiß nicht, wer dabei ist und ich erkenne den Entrance auch nicht. It's a new day, yes it is. Kofi Kingston könnte es sein. Ist es Kofi? Ja, ne? Nein, Xavier. Xavier Woods, genau. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist sein Kumpel. Richtig, genau. Habe ich gewusst. Natürlich. So. Okay, keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Den kenne ich nicht mal mehr. Aber der ist ziemlich groß. 1,96, krass. Ich finde die Einblendung richtig cool da an der Seite. Da nicht so typisch unten, sondern jetzt hier so rechts für euch da. Yeah. Die Entrances werden natürlich bestimmt auch gestrikt, deswegen labere ich einfach. Aber ich würde gerne wissen, wer das halt ist. Deswegen schaue ich mir die gerne nochmal kurz an. Ich bin jetzt echt gehypt, also ein langes Hin und Her und immer wieder... Alter Rusev, lol. Okay, den kenne ich auf jeden Fall. Ja, langes Hin und Her. Ewig irgendwie in kleinem Ring gekämpft. BCW bisher. NXT waren wir mal kurz, aber auch nicht richtig. Also, das war ja nur so ein Sprung und dann direkt wieder raus, ne, rausgeschmissen worden. Und die Eingriffe letztes Mal in der letzten und vorletzten Folge bei NXT. Aber das ist jetzt der erste richtige Kampf, auch ohne Eingriff und was auch immer, auf großer Bühne. Alter, 8 Männer hier. Spieler muss gewinnen. 8 Battle Royal heißt, ich glaube, ich muss die rauskicken, wie beim Royal Rumble, glaube ich, ist das. Baron Corbin. So, jetzt habe ich den angewählt. Cool. Das ist schon das, ne? Ja. Okay, das ist das. Wir müssen die 8 Battle Royale, wir müssen die aus dem Ring rauskicken. Wir müssen gewinnen. Das wird auch eine Herausforderung. Ihr habt ja damals abgestimmt, ich soll euch alles zeigen. Also ich soll sowohl die Storylines auch die, als auch die Matches zeigen und laufen lassen. Wenn die Matches jetzt ein bisschen länger dauern und wir dann nicht bei diesen 20 Minuten landen, dann ist es halt so. Aber... Also ich muss die Folgen jetzt nicht immer 20 Minuten lassen, also wenn es ein bisschen länger dauert, ist es halt so. Wenn wir verlieren, dann ist natürlich Kacke. Weil dann muss ich das nochmal machen. Okay, deswegen gehen wir jetzt aufs Match ein, weil wenn wir jetzt verlieren, dann muss ich alles nochmal labern und darauf habe ich keinen Bock. Und das, was im Match passiert, das nochmal zu labern, ist nicht so schlimm. Ja, genau, box mich. So, Alter, das ist so ein Chaos, wenn da so viele Leute sind. Oh, ich weiß nicht mal, wer ist. Den Namen da anwählen und so ein Schmarri da, das kann ja nicht sein. Schnelle Erholung brauchen wir jetzt nicht machen. Okay, wir machen es auch. Zack Ryder kommt. Gar keinen Bock. Ich habe das übrigens wieder eingestellt, dass man das jetzt wieder sieht, ob und wann ich konter. Das hatte ich echt tatsächlich, entweder ich habe das ausgestellt oder das hat sich, ich muss es ausgestellt haben, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das Problem ist, wir machen wenig Schaden und kassieren viel Schaden. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin erst bei 38% und habe schon ziemlich viel Schaden bekommen, kann dem Gegner aber Zack Ryder hier, oh man, Xavier Woods, Alter, was willst du von mir? Mann! Hallo! Oh, einer ist raus. Ja, Alter, ohne Spaß. Ja, natürlich, 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 natürlich! Er wählt die ganze Zeit einen anderen an. Okay. Bumm. Ich muss echt eigentlich darauf hoffen, dass die anderen die raushauen. Oh Gott. Okay, wir warten. Ah, der hat noch richtig viel. Rusev hat natürlich auch noch richtig viel. Kann ich da mithelfen? Nee, ne? Okay, ich lasse es einfach. Der ist auch nicht raus. Okay, wir holen uns Rusev. Wir probieren es jetzt bei Rusev. Baron Corbin hat es von Rusev mal abgelassen. Wir probieren es jetzt bei ihm. Dieser
Mahal oder wie auch immer der ausgesprochen wird, der mit der roten Hose da, der hat noch richtig viel. Richtig viel Leben. Richtig viel Leben, Junge. Zack, Alter. Wir müssen die alle runterbringen auf mein Level. Das schaffen wir am besten. Mit einem Spear. Oh, fuck. Er kontert meinen Spear. Fuck, Alter. Ist gar nicht gut. Ich bräuchte den Signature, das meine ich eigentlich. Oh, Baron Corbin hat einen rausgehauen. Okay. Baron Corbin, ich hoffe, ich hau dich jetzt raus. Spikebuster, yes. Ich lerne jetzt langsam wieder die Namen von den ganzen Sachen. Desto öfter man spielt, desto besser ist das. Komm, nein. Was? Er hat meinen Finisher gekontert. Get fucked, Baron Corbin, Alter. Get fucked. Ich wollte dich raushauen mit dem Finisher. Dann kontert er meinen Finisher. Das ist doch nicht mehr normal. Klaus hackt. Okay, dann machen wir es so. Spikebuster. Nein, geh weg. Alter. Scheiß Mahal. Okay, das kannst du gerne machen. Dann bleibt Rusev für mich. Komm, Spear! Yes, man. Komm, hau Baron Corbin raus, habe ich nichts dagegen. Kann nicht sein. Rusev, Junge, geh weg! Die wollen auch nicht rausfliegen, habe ich das Gefühl. Da wollen sie nicht. Oh, ich habe ihn gekickt. Ha, er ist raus! Ja, moin! Haben wir es geschafft? Was? Meine fucking Ausdauer. Und der Typ hat richtig Ausdauer. Der Mahal. Oh yes. Oh yes. Alter, wir sind so stark eigentlich. Oh, wir machen das sogar als Triple, also dreimal. Ich habe übrigens den Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das habe ich schon vor 3 Folgen gemacht. Ich habe das ja mal angesprochen, dass ich den Schwierigkeitsgrad hochstellen will. Und das habe ich, wie gesagt, schon vor ein paar Folgen gemacht. Oh, nice. Da ist wieder einer raus. Und das heißt, Baron Corbin kämpft jetzt gegen diesen Dillinger, der einen Finisher noch hat. Er hatte gar 2, aber er hat jetzt scheinbar nur noch einen. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Du hast einen Finisher, das ist gar nicht gut. Ja, Mann. Komm, komm, komm. Ich muss hier irgendwie wieder weg. Hallo. Ja, nice. Ich glaube, ich habe seinen Finisher gekontert. Komm mal her. Komm mal her. Bam. Baron Corbin, was willst du eigentlich von mir? So, komm, komm, komm. Wir können das schaffen. Warum ist Baron Corbin auf mich fixiert? Was will er von mir? Und warum schlägt meiner den nicht raus? Kann sein, dass mein Typ auch keine 2 Finisher speichern kann, was andere können. Ja, du kleiner Pisser, Alter. Ohne Spaß. Ich habe darauf gewartet, dass meine Ausdauer aufgeladen ist, damit ich dem den Finisher gebe. Und jetzt haut der mich einfach von hinten. Sag mal, wer, was wollt ihr? Er will mir seinen Finisher drücken. No, nicht mit mir. Nicht mit mir! Dillinger. Spacken, Alter. Hä? Okay. Wir probieren ihn so rauszuhauen. Ich habe gerade Signature gedrückt, weil da stand Signature. Oh, ich habe ihn rausgehauen. Och, dieser Mahal ist noch hier. Was ein Spaß. Aber ich habe natürlich noch richtig Ausdauer. Und ich hatte einen Signature. Du Pisser. Komm, Mahal, Junge. B-
Batz! Yes! Sauber! Sauber, sauber, sauber! Das war nice. Wir haben es geschafft auf First Try. Das ist richtig gut. Nice. Das ist geil. Das ist richtig geil. Au, 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 au. Same exact match I did. Buzz isn't gonna win the US title by throwing Bobby Roode over the top rope. Okay, ja, der Gewinner vom Battle Royale sollte ja der Haupt, der gewonnen hat, kämpft, glaube ich, um den US Championship Titel. So hieß es ja auch gerade eben. Jedenfalls ist das hier der aktuelle Champion. I can't wait to hear him try to rationalize how he even belongs in the same ring with Bobby Roode. Wir haben schon mal unser krasses Debüt gegeben, das war schon mal heftig. Ich meine, wir sehen ja auch aus wie eine Maschine. Den US-Titel muss jemand tragen, der mehr ist als nur ein Werbespruch. Ich werde den Moment, wenn ich Bobby Roode gegenüberstehe, genießen, das sagen wir mal. Weil wie es immer laden muss, what the fuck? This should be good. A few months ago, I was wrestling in high school gyms in front of maybe 300 people. A lot's changed since then, to say the least, because now I'm wrestling one of the best in the business, Bobby Roode, for the US title at Backlash. Through all my ups and downs, I've learned that you can't take anything for granted. And that's why at Backlash, I can't guarantee that I'll beat Bobby Roode. But I can guarantee I'm going to enjoy the moment. Because you never know when it could all go away. I know when it could all go away. Sunday at Backlash, when this man totally embarrasses you. You know, after seeing so many guys come and go over the years, you become a bit jaded. Last week, I was ready to pass you off as some indie darling who hadn't paid his dues and didn't deserve to be here, without even really meeting you first. But maybe you deserve a second chance. You don't have to like him, but you can at least be fair. And we've all made mistakes. Yeah, like the suit you're wearing tonight. You did just call me one of the best in the business, after all. I meant it. You are. I'd actually say the best in the business, not one of. But I appreciate it nonetheless. So with all that being said, it's nice to meet you, Buzz. A couple minutes ago, you talked about savoring the moment. Well, with that in mind, how about we make our match at Backlash an even bigger moment for everyone to enjoy? A moment that would be absolutely glorious. I like what you're saying. But how do we do that? You versus me, best 2 out of 3 falls. I look forward to stealing the show with you. Your match at Backlash just got even bigger. So, did you enjoy the moment? What do you mean? The moment you thought you had earned my respect. Yes, that's what I'm talking about. God. Thank you, Bobby Roode. So much for second chances. Bobby Roode just sent a message to Buzz that he's going to have to earn his respect, not with words, but in the ring, when they face each other at Backlash. Muss das sein? Dieses Spiel, Alter, es bringt mich um den Verstand. Das muss erstmal jemand kapieren, das Spiel. Du denkst so, okay, vielleicht gibt's doch einen Typen, der nett ist, und dann boxt er mich. Was ist denn mit ihm? Es ist so dumm.
Okay, aber wir haben das United States Championship Match Mike vs. Bobby Roode, den ich tatsächlich noch nie in echt kämpfen gesehen habe. Das ist ziemlich komisch, aber crazy. Oh Gott, wir sind schon bei den 20 Minuten. Hilfe! Was passiert jetzt? Starten wir direkt rein ins Match oder? Scheinbar. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Das ist gar zu peinlich. Ich weiß nicht mal, was genau das ist. The Beast, Mike. Nice. Okay, wir sind da am Start. Wir haben Bock. Ja, wie gesagt, das ist gerade ein bisschen komisch wieder gewesen. Wir haben unser Debüt gegeben und im zweiten Match dürfen wir schon gegen den Champion antreten. Der Champion hat im ersten Moment nett gewirkt. Mal einer, der vielleicht ein bisschen netter ist. Ja, und dann boxt er mich. Na klar. So, keine Ahnung, was für eine Art von Match wir hier spielen, wie gesagt. Auf jeden Fall geht es um den United States Champion. Und das in unserem zweiten Match. Ich weiß nicht, was da jetzt gleich stehen wird. Ob wir gewinnen müssen, ob wir den bekommen, ob wir verlieren müssen. Das steht ja dann gleich in der Ecke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir das in der nächsten Folge, Leute. Haut rein, lasst mir, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin und ciao, ciao.